Kreml-Kritiker Michail Khodorkovsky ist mit seinem Antrag auf Freilassung vor dem obersten Gericht Russlands gescheitert. Die Haftstrafe des russischen Ölmagnaten wurde lediglich um 2 Monate reduziert. Khodorkovsky soll im August 2014 freikommen, entschieden die Richter in Moskau bei der Berufungsverhandlung. Der 50 Jahre alte Gegner von Kreml-Chef Wladimir Putin war per Video aus einem sibirischen Straflager zugeschaltet und forderte das Gericht in einer Rede auf, ihn nach nunmehr fast 10 Jahren Lagerhaft freizulassen. Ohne Erfolg. Ich habe das Urteil genau so erwartet. Das ist der Grund, warum ich diese Leute nicht Richter nenne. Sie sind keine Richter. Sie sind offizielle Verkünder, die in schwarzen Sachen vorlesen, was ihnen von oben diktiert wurde. Wenn man in diesem Zusammenhang das Wort Gerechtigkeit bemühen will, dann einzig um die Verhöhnung der Gerechtigkeit zu betonen. Großzügig wurden ganze 2 Monate gewährt. Natürlich macht es einen Unterschied, ob man 2 Monate frei oder im Gefängnis ist. Aber darum ging es weder heute noch in den letzten 10 Jahren. Berücksichtigt man, dass es keinen legalen Grund gab, ein Verfahren einzuleiten, dann ist das hier reine Verhöhnung der Gerechtigkeit. Der inhaftierte Kreml-Kritiker war im Jahr 2005 wegen Steuerhinterziehung erstmals zu einer Haftstrafe verurteilt worden. In einem weiteren Prozess wegen Betrugs wurden Michail Khodorkovsky, Ex-Chef des inzwischen zerschlagenen Ölkonzerns Yukos, und sein Geschäftspartner Platon Lebedev Ende 2010 zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Ende 2012 verringerte ein Moskauer Gericht das Strafmaß für beide um 2 Jahre. Die Bundesregierung, die EU und die USA hatten das Vorgehen gegen Khodorkovsky wiederholt als politisch motiviert angeprangert. Zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Russland wegen des Vorgehens gegen den früheren Ölmagnaten verurteilt. Das Gericht warf Moskau unter anderem einen unfairen Prozess gegen Khodorkovsky und Lebedev vor.